Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Ja, herzlich willkommen zu einem Audio-Stammtisch des Retro-Kompott-Podcasts. Die erste Stunde gibt es hier wieder auch live auf Twitch und die Halle ist voll. Die Gäste haben sich versammelt. Wir begrüßen sie jetzt der Reihe nach. Ingo ist da. Hallo. Das war's. Ja, soviel zum heutigen Video Retro-Stammtisch. Bis zur nächsten. Nein. Machen wir Schluss? Wir sind durch, ne? Oder hast du was gespielt? Nein, ganz im Ernst, hier, wir sind im Augenblick tatsächlich zu zweit und wir haben Echo. Das ist sehr schön. Auf Twitch haben wir auch noch Echo. Ich guck mal. Jetzt müsste das Echo raus sein. Einmal bitte kurz bestätigen und dann fangen wir nochmal an hier. Wir sind ja heute voll Profis, weil ich muss auch nochmal die Aufnahme starten. Ist es jetzt okay soweit? Ja. Wunderbar. Patrick? Hallo, lebst du noch? Also ich höre dich nicht. Hört jemand den Patrick? Oh oh, ich glaube, Patrick ist gerade rausgeflogen. Tja, was machen wir denn jetzt? Also ich kann ja auch gerne alleine hier unterhalten. Das ist auch kein Problem. Aber ist noch nicht angesagt worden. Immer wenn ich speichern will, stürzt Teamspeak ab. Ja, dann beeil dich doch mal. Red doch mal jetzt gerade. Ja, ich tue doch gerade. Oder hört man mich nicht? Doch. Ja, jetzt schon. Aber ich kann nicht speichern. Sobald ich die Aufnahme speichern möchte, kollabiert Teamspeak bei mir. Ja, das ist ja eine sehr tolle Voraussetzung, wenn ich der Einzige bin. Eben, und das ist ein Problem. Toller Anfang. Mach doch mal Multipart dann vielleicht. Er stürzt sofort ab, wenn ich auf Extras Aufnahme starten drücke, dann ist mein Teamspeak-Fenster eingefroren und ich bin weg. Das habe ich noch nie gehabt. Ich müsste meinen Computer einmal neu hochfahren, das ist das Problem. Jetzt könnte ich mal PC-Bashing betreiben, oder? Nee, ich habe hier die Rechner nicht hochgefahren. Ich hätte ihn hochfahren müssen vorhin, das habe ich aber nicht neu gemacht. Keine Ahnung. Riskieren wir jetzt eine Aufnahme oder erzählst du noch einfach mal 2-3 Minuten lang ein paar Schwänke aus deinem Leben und ich bin sofort wieder da? Ja, dann erzähle ich mal einen Schwank aus meinem Leben. Mach mal. Was soll ich denn erzählen? Lies einfach ein Märchen vor. Jetzt kommen ja noch ein paar mehr. Man muss dazu sagen, auf dem Nebenkanal wird gerade ein Thema aufgenommen. Deswegen sind wir heute hier etwas weniger im Augenblick. Da kommen mit Sicherheit noch einige zu. Oliver kommt auch noch. Mit dem habe ich eben schon eine kurze Aufnahme für was anderes gemacht. Und ich bin auch gleich in 3 Minuten wieder da. Also viel Spaß mit der One-Man-Show mit Ingo. Bis gleich. Ja, hallihallo. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch super. Was soll ich denn jetzt alles reden? Was interessiert euch denn? Ja, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen etwas zum Programm reden. Also am Samstag gibt es ja einen neuen Treasure Hunt, also morgen Abend um 8 Uhr. Und danach gibt es was voll Knorke? Was heißt denn voll Knorke? Miri, ich kenne das, ich habe das schon mal gehört, aber was heißt das denn voll Knorke? Naja, auf jeden Fall, super. Danach gibt es den, also voll Knorke heißt voll super, genau. Und danach gibt es den Schrott am Sonntag. Aber ich glaube, diesmal ist der Michael nicht da und dann wird er vertreten durch den Sebastian. Das kann natürlich sein. Und dann nächste Woche am Samstag, also Samstag in einer Woche, da gibt's übrigens ich weiß nicht, also nicht die Gala, wie heißt es das, der Lagerfeuerkompott. Und da gibt's halt auch ein Programm ähnlich einer Gala. Und da wird der Treasure Hunt dann etwas früher gestartet. Ich glaube so um 16 Uhr irgendwas, 16.15 Uhr. Und am Abend gibt es einen Top-3-Talk. Und zwar mit den außergewöhnlichsten Spielekonzepte, die es je gab. Und also die Uhrzeit steht noch nicht ganz fest. Versiert ist jetzt, glaube ich, 22 Uhr. Und gegebenenfalls findet es auch ein bisschen früher statt. Das hängt je nachdem davon ab, wie das Programm dann vorher aussieht, weil wir erwarten noch Gäste. Und je nachdem, wie viel wir erwarten, dann verzögert sich das dann mit Top-3-Talk oder halt nicht. Für den Top-3-Talk angemeldet sind derzeit der Arne, der Oliver und der Sebastian. Und ich erwarte auch noch, oder was heißt erwarte, es können auch gerne weitere Leute mitmachen. Also das Thema sind halt außergewöhnliche Spielekonzepte. Das sind halt irgendwelche Meilensteine der Spielegeschichte, die halt irgendwie einen Impact hatten, beziehungsweise die halt
ja, die Spielentwicklung irgendwie weitergebracht haben. Ja, also es gab ja halt diese ja, tollen Meilensteine der Spiele, ja, Computerspielerei. Ich möchte jetzt keinen nennen, weil das sind ja alles potenzielle Kandidaten halt für den Talk. Und da reden wir halt dann darüber. Und es wird mit Sicherheit sehr interessant. Und wer da jetzt noch mitmachen möchte, der kann halt gerne sich dann auch noch bei mir anmelden. Also entweder beim Patrick, einfach mail@retrocompot.de oder ja im WhatsApp-Channel oder halt auch im Discord-Channel vom Marcel. Das ist alles kein Problem. Miri, du siehst ja auch so aus, als ob du jetzt irgendwelche Meilensteine kennen würdest. Also wenn du mitmachen willst, einfach dann kurz melden. Je nachdem, wie viele Teilnehmer wir haben, also wir streamen dann über Twitch, wird das Ganze wieder im Blog stattfinden oder halt abwechselnd. Also es kommt drauf an, ob wir jetzt dann halt viele Teilnehmer haben, dann machen wir das halt blockweise, weil das hat dann einfach Vorteile, dass die Leute dann halt auch etwas früher gehen können, wenn sie nicht mehr ja fit sind, weil wir hatten ja auch schon mal Top 3 Talks früher, die haben dann mal 4-5 Stunden gedauert und da waren die Leute halt todmüde. Ich erinnere mich bei einem Top 3 Talk, da ist der Danny auch mal eingeschlafen, aber gut, fairerweise in der Nachbesprechung. Das war echt lustig. Da waren wir dann noch irgendwie um 3-4 Uhr morgens dann wach und dann ist der Danny halt dann, ja, eingenickt. Und, ja. Patrick, hallo! Ja, ich versuch's nochmal. Ich nehme jetzt nicht auf, weil ich glaube, das stört sich wieder ab. Auch nochmal ein Hinweis an Inso. Die Werbeeinstellung habe ich modifiziert. Die dürfte jetzt nur noch alle halbe Stunde kommen. Die war falsch voreingestellt bei Twitch. Jetzt kann man nur noch entscheiden, ob die vorweg kommen soll oder nicht. Das sind noch die Optionen, die wir da haben. Oder ob sie später kommen soll. Das sind die Möglichkeiten. Weil irgendwann sollte man sie ja einblenden. Und die war, glaube ich, voreingestellt auf alle paar Minuten. Und das habe ich jetzt erstmal reduziert, dass sie höchstens 1,5 Minuten lang ist, auch noch nur alle halbe Stunde kommen. Ich denke, das ist ein Kompromiss. Muss man mal gucken, ob das funktioniert. Die fummeln da aber auch, wie gesagt, bei Twitch dran rum, weil die das eigentlich vereinfachen wollen, diese Einstellung. Abonnenten betrifft das gar nicht. Da soll die Werbung weg sein. Das ist das, was ich zumindest bei Twitch gelesen habe. Die wollen damit halt irgendeine Struktur einbauen für die Kanäle, die Partner sind. Das mal so als Info. Ja, und ich habe auch noch vielleicht eine kleine Verlosung, beziehungsweise der Nächste, der sich noch bei dem Top-3-Talk für die, also für das Lagerfeuer da anmeldet, der kann von mir noch einen Chris Hülsbeck Bandcamp-Code haben, weil ich habe letztes Mal so viele gewonnen und da kann ich gerne noch einen abgeben. Ja, auch gerne nochmal zu Inso. Das hat ja nichts mit Steady und Patreon zu tun, weil dafür schalten wir ja andere Podcasts frei. Das ist ja deine Entscheidung, ob du die Podcasts hören möchtest und den Stammtisch hören möchtest oder Twitch werbefrei sehen möchtest. Da kann ich ja nicht dran drehen. Das ist eine Entscheidung von Twitch, dass die Werbefreiheit nur für Abonnenten ist. Das ist ja nicht von uns entschieden, wie gesagt. Das hat ja nichts damit zu tun, leider. Also das muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich kann das auch umstellen, dass die Werbung nur einmal pro Stunde kommt, aber ich weiß halt nicht, wie das nicht funktioniert. Ja, das kannst du machen, Insel. Dann hast du tatsächlich beides. Das wäre vielleicht eine Empfehlung. Aber auch YouTube fängt jetzt mit so einem Zeug an. Die wollen alle irgendwie die Leute auf die Abos drängen, damit die Anbieter selber natürlich dann ihre 50-60% abziehen. Ist halt so. Das Fiese ist ja, dass auch für uns da fast nichts von überbleibt. Aber das müssen wir mal ausprobieren. Wenn wir halt merken, dass diese Werbung uns sowieso nichts bringt und nur der Anbieter sich das Geld einsteckt, dann werden wir sie auch wieder ganz abschalten. Die Funktion gibt es wahrscheinlich auch. Aber da muss man mal gucken, wie das funktioniert und wie das nervt. Mich nervt es am Fernseher. Da ist immer Werbung, wenn man irgendeinen Kanal anmacht bei Twitch. Aber das ist halt so. Das ist, die stellen gerade alles um im Hintergrund und damit müssen wir anpassen. Das Gute ist ja, ich habe jetzt schon seit 3-4 Jahren keinen Fernseher mehr geschaut. Also das lineare Fernsehen ist bei mir ja schon längst tot. Ich meinte eben Twitch auf dem Fernseher, Ingo. Das ist ja. Ach so, ja, ich gucke ja, beziehungsweise ich habe ja auch das Abo hier von RetroCompot und ich gucke eigentlich sonst nicht viel andere Twitch-Kanäle an. Beziehungsweise eigentlich gar keine. Was ich viel gucke, das ist YouTube und da überlege ich mir halt auch mittlerweile, ob es sich nicht mal lohnen würde, halt dann ein Abo zu machen. Aber ich bräuchte dann halt so ein Familienabo und das kostet 15 Euro und das ist halt auch nicht ganz billig. Bei YouTube habe ich ganz viele Kanäle, da ist im 10-Minuten-Takt inzwischen Werbung. Ich kann es verstehen, aber es ist natürlich nervig. Aber ich zahle trotzdem da jetzt nicht eine Monatsgebühr, habe ich keine Lust zu. Ja, aber ich muss sagen, das ist halt eine der meistgeschauten Streaming-Dienste, die ich halt gucke. Vor allem, das ist halt auch schön, das kann ich während dem Sport gucken irgendwie. Das ist halt auch dann solche so Unterhaltung, die man sich dann wirklich selber zusammenstellen kann. Und in YouTube gibt's ja alles. Also wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, grasfressende Kaninchen sehen willst, da gibt's dann auch dann irgendwie schöne Channels mit Musik und so. Das kannst du halt dann echt gucken und dann bist du entspannt, wenn du das
halt ja. dann anschauen kannst. Wir müssen uns auch demnächst tatsächlich für den Audio-Stammtisch hier was Neues überlegen. Ich habe gerade eben die Nachricht bekommen, dass der Server, auf dem wir hier senden, geschlossen wird Ende des Jahres. Das ist ja auch ganz toll. Steht unten im Chat drin, am 1.12. wird dieser Server geschlossen. Oh oh. Ja, das heißt, dann haben wir das nächste Problem. Ja, also Moment, dann ein Aufruf. Wir brauchen halt ganz viele Patreonen. Ansonsten können wir uns keinen Folgeserver leisten. Keine Ahnung, was wir da machen können. Auch an Insel nochmal, der Stream rennt weiter, was ja auch gut ist, weil wir packen die Sachen danach bei YouTube kostenlos ins Archiv. Die kann jeder sich hinterher nochmal angucken. Das ist selbstverständlich, dass die Sachen da alle reingehen. Spätestens ein Alter später ist der ganze Kram im Archiv. Wenn der stoppen würde, hätten wir bei unserem Backup ja auch ein Problem. Das wäre ja noch schlimmer. Die Angst hatte ich auch schon zwischendurch. Wir müssen mal gucken, wie sich das da weiterentwickelt. Also wer aber die vollen Folgen sehen will, der sollte sie halt auf YouTube schauen. Da sind sie immer spätestens ein, zwei Tage später komplett drauf. Sowohl jetzt von den Panels, die wir machen, als auch von den Videostammtischen. Und der Audio-Stammtisch ist ja komplett für die Unterstützer auf Patreon und Steady später zu hören. Also inhaltlich geht nichts verloren, im Archiv bleibt alles. Ganz wichtig. Wo steht das denn, dass der geschlossen wird? Bei mir hier unten steht das. Wir schließen am 1.12. Geh mal auf podwg.de, da steht es auch drauf. Das heißt, da müssen wir uns auch eine Alternative überlegen oder irgendwo anders einen Teamspeak-Server aufsetzen. Das wird ja auch wieder toll. Na gut. Was kostet das oder wie viel Geld kostet denn sowas, wenn man jetzt einen dedizierten Teamspeak-Server holt? Das weiß ich nicht. Man kann es auf dem eigenen Server laufen lassen. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger kostenlos. Ich weiß aber nicht, ob das technisch geht. Ansonsten kosten die teilweise richtig Geld. Der war jetzt hier umsonst tatsächlich. Das haben die jahrelang gegen Spenden gemacht. Und habe jetzt eben mit Schrecken gelesen, dass die auch aufhören. Sehr schade. Muss ich mir mal wieder eine andere Lösung ausdenken. Das war so schön einfach. Vor allem müssen auch schon wieder alle Werbung bzw. Informationen geändert werden, wo man uns findet. Das ist natürlich sehr schade. Ja, du kannst halt, was ich gerade sehe, du kannst scheinbar einen dedizierten Teams-Big-Server selber erstellen, aber das macht ja irgendwie keinen Sinn, beziehungsweise das halte ich für nicht zuverlässig. Richtig. Muss ich mal recherchieren, ob es irgendwo noch günstige oder freie Server gibt für Teamspeak. Man kann das hosten, aber oder halt in Zukunft müssen wir das vielleicht dann auch über Zoom machen. Wäre absolut eine Möglichkeit. Und wir haben ein, zwei Teilnehmer, die weigern sich, Zoom zu benutzen, was auch okay ist als Entscheidung. Das ist immer das Problem. Der eine will das nicht, der andere das nicht. Aber notfalls müssen wir Zoom machen oder halt gucken. Ja. Du kannst doch aber Zoom ohne Bild machen auch. Das ist richtig. Aber es gibt Leute, die möchten einige Firmen nicht benutzen. Das hatte ich schon mal wieder als Argumentation. Ja, gut, aber dann ist es halt so. Ich meine, ja. Sind wir mal ehrlich, ja, auch Teamspeak, also wenn die NSA da irgendwelche Backdoors einbaut, kein Problem. Das gilt für jedes System, auch nicht überreden. Ja, das wäre vielleicht eine Alternative. Dann müssen wir halt als Audio auf Teams auf Zoom gehen oder so. Ist eine Möglichkeit, ja. Keine genau. Ahnung. Ist zwar schade. Das einzige dann, System, wo es keine Backdoors gibt, das ist Apple. Nee, das ist eine einzige Backdoor, ja. Okay, war jetzt ein Gag. Ja. Wobei, sagen wir mal so, da werden die Backdoors wahrscheinlich umso teurer verkauft. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Es fühlt sich langsam bei uns. Es sind immer noch Ingo und ich da. Ja, hallo. Ja. Ich habe eine Idee. Wir können doch einfach jetzt mal vielleicht andere Namen annehmen und dann so tun, als ob wir eine andere Person sind. Du kannst dich mehrfach einloggen und mit dir selbst sprechen eine Stunde. Ja, warte mal. Jetzt, ich mache da mal einen anderen Namen. Ja, hallo, ich bin der Klaus. Ja, hallo, Klaus, wie geht's dir? Sehr gut. Das war das, was ich immer wollte, dass wir hier im Stammtisch mit verteilten Rollen sprechen. Das ist doch richtig schön. Nein, aber wie gesagt, wir können noch mal ein paar Sachen noch mal bekannt geben. Am 25. machen wir ja ein Retro-Lagerfeuer, ein Streaming-Tag. Das hatte ich schon erzählt. Entschuldigung, ich hatte gerade ein Problem, wie ihr gemerkt habt. Aber du kannst schon mal beraten, dass es etwas gibt, was wir nicht reden dürfen. Es gibt zwischendurch sehr lustige Einspieler mit den Retro-Kompottis. Ja, du kamst gerade aus einer Sitzung, aber wir sagen ja genau, das habe ich nicht erzählt. Nee, aber du kamst. Also ich war aber danach gestört. Das besprechen wir nochmal am 25. Und da gibt es auch dann ja deine Live-Sendung, das hast du wahrscheinlich schon dann angespoilert. Genau, also beide erstmal halt den Treasure Hunt irgendwann um 4.15 Uhr oder irgendwas so rum. Also 16.15 Uhr, nicht nachts. Ach so, ich dachte nachts. Ah nein, okay, 16.15 Uhr. Und dann halt der Top-3-Talk irgendwann 22 Uhr oder je nachdem, wie es vorher aussieht. Also ob dann jetzt halt irgendwie mehr Gäste kommen oder weniger Gäste, vielleicht auch früher. Das steht halt noch nicht ganz fest. Das und ich habe auch schon korrekt, ja. angekündigt, also die Teilnehmer, der Arne, der Oliver und der Sebastian, die haben sich schon angemeldet. Und die noch zufällig dazukommen, wieder wie immer. Genau, da habe ich ja auch schon gesagt, also gerne kann jeder teilnehmen, wer mag. Und das Thema ist revolutionäre Spielekonzepte. Und ich wollte jetzt kein Beispiel machen, weil dann spoilere ich mich ja schon.
Das ist richtig, ja. Ja, dann gibt es abends noch wahrscheinlich einen Live-Talk und es gibt natürlich auch wieder ein Retro-Bingo. Das bereiten wir noch vor, wieder bis dahin. Und wir machen natürlich auch wieder was für unsere Retro-Card-Besitzer. Da gibt es wieder für alle Steam-Keys und da hoffen wir wieder, dass in den 50ern nicht zu viel gezogen wird. Das war doch deine Karten-Bingo, oder? Bitte nochmal, ich habe gerade nicht aufgepasst, weil ich habe gerade... Ich sagte, wir machen ja auch wieder Steam-Key-Verlosung für die Retro-Card-Besitzer und hoffen dann, dass in den 50er-Nummern nicht zu viel gezogen wird. Genau, aber ich habe da auch nur 5 Stück in den 50er-Nummern. Also es gibt, also ich bin überall verteilt. Also zumindest zweistellig. Das wird ja per Zufall gemacht, das können wir ja nicht beeinflussen. Aber wie gesagt, da kommt auch nochmal einiges auf die Retro-Card-Besitzer zu, auf jeden Fall. Da werden wir wieder ein paar Steam-Keys verteilen. Und wir planen noch einiges mehr. Das ist, wie gesagt, alles gerade im Aufbau. Ja, wollen wir über etwas reden, was wir gespielt haben, Ingo? Oh, finde ich noch ein bisschen sehr früh, aber... Na gut, können wir, ja. Also ich fange mal gerade mit etwas an, und zwar, ich bin halt irgendwie ein bisschen bescheuert momentan. Und zwar, der Robin hat mich so heiß gemacht, dass ich mir jetzt halt mehrfach Civilization 6 gekauft habe. Und zwar... Wieso mehrfach? Also ich habe es jetzt 4 Mal insgesamt. Und zwar, also es fing erst mal an, vor, keine Ahnung, 4, 5 Jahren, da habe ich mir das auf dem iPad für iOS gekauft, weil das, da war damals also eine eigentlich ziemlich vollständige Umsetzung von Civilization 6 für das iPad erhältlich. Und das fand ich eigentlich eine super Idee, weil das war optimal zu bedienen. Da habe ich mir das dann halt damals gekauft. Das war auch fürs iPad ein Vollpreisspiel, also ich weiß nicht, was ich bezahlt habe, aber es war halt schweineteuer. Für ein iOS-Spiel, weil normalerweise kosten ja so 2, 3, 4 Euro oder so, nicht mehr. Und da habe ich dann damals, glaube ich, 40 Euro bezahlt. Ich weiß es, war auf jeden Fall ziemlich teuer und ich wollte es aber haben. So, und dann habe ich irgendwann mal auf Steam eine Version gekauft, wo halt dann die 2 DLCs dabei waren. Und vom Preis her war das dann halt eigentlich so teuer, wie wenn ich die 2 DLCs damals, alleine gekauft hätte. Und das war sogar billiger, als wenn ich mir die jetzt fürs iPad gekauft hätte, weil da ist es halt echt schweineteuer. Dann hatte ich einmal im Epic Sale, oder die haben ja auch immer diese Aktion, wo die Spiele verschenken, das Basisspiel umsonst bekommen. Und jetzt letztens habe ich für die Xbox gab es auch ein Sale, wo man die Anthology kaufen konnte. Da sind alle DLCs drin, auch das dieser Season Game Pass, wie heißt der? Ich glaube, The Last oder New Frontier oder Last For, irgendwas mit Grenze, also Frontier. Jetzt, weil okay. Auf jeden Fall habe ich mir das dann halt auch gekauft. Das hatte 30 Euro gekostet, also auch so viel, wie wenn ich mir jetzt dieses Add-on alleine gekauft hätte. Und dann hatte der Danny irgendwie mal letztens gefragt, ob jemand Bock hätte, mit dem Robin und ihm zu zocken, also Civilization 6. Und da wollte ich auf jeden Fall unbedingt mitmachen, aber dummerweise funktioniert mit der Xbox, gibt's keinen Cross-Play zwischen Xbox und PC. Das gab's doch kostenlos bei Epic, hast du damals nicht zugegriffen? Ja, doch, habe ich. Aber also, ich hab's ja auf Steam auch. So. Und ich wollte aber halt auf Steam dann auch die komplette Version haben, also auch mit diesem Add-on, also diesem Season Pass. Und dann habe ich mir halt, da konnte man die Differenz von der Anthology zu dem, was ich vorher hatte, ich glaube, ich hatte vorher die Platinum Edition, ich glaube, hat auch nochmal 16 Euro gekostet, das habe ich mir auch nochmal gekauft, damit ich jetzt halt dann überall das hundertprozentig spielen kann. Und jetzt habe ich dann halt irgendwie wieder viel Geld ausgegeben. Aber ich finde, das Spiel ist es halt auch wert, weil ich habe da auch schon so viel Zeit mit vergeudet. Ist halt einfach nur ein geniales Spiel. Ja, ich kann auch mal was erzählen tatsächlich. Ich habe ein Spiel gespielt, ich habe sogar durchgespielt. Das ist mir seit Monaten nicht passiert. Ist ja bekannt, dass ich die Serie Life is Strange total gerne mag. Und das ist ja für mich genau das Richtige. Ich finde die Story toll. Ich mag die Art des Spiels und mich entspannt das halt. Und da ist ja jetzt vor ein paar Tagen der dritte Teil rausgekommen. Dritter Ableger, True Colors heißt der. Und ich habe ja ein Grundprinzip, ich kaufe ja keine Online-Spiele eigentlich, will ich nicht, weil ich mal alles haptisch haben will. Und das ist tatsächlich ein Fullpreis-Game jetzt geworden, weil es nicht in Kapiteln rauskommt. Und dann wollte ich mir das holen und dann sah ich, das kostet online 55 Euro oder 60 Euro teilweise. Und Special Edition noch sehr viel mehr und das mache ich ja aus Prinzip eigentlich nicht. Hab überlegt, was ich mache und ich habe da was ganz Sinnvolles gemacht, also auch was völlig Beklopptes. Ich habe mir dann tatsächlich die
DVD-Version bestellt bei Amazon, in dem Wissen, dass da auch nichts drin ist, das ist mir ja klar. Aber die kann man sich jetzt ins Regal stellen und auf der DVD-Version ist dann der Knopf drauf, mit dem man den Steam-Key bekommt. Mehr ist auch nicht drauf auf der DVD, also das war zu dem Thema inhaltlich. Aber ich habe jetzt eine haptische Version, die man für nichts benutzen kann, außer ins Regal zu stellen, jetzt bin ich wieder glücklich. Hat auch was Beklopptes, oder? Gutes Thema, weil ich habe ja gerade jetzt, also vor ein paar Tagen, habe ich das Before the Storm durchgespielt. Also das ist im Prinzip das Prequel zu dem ersten Teil. Genau, ja. Und ich fand das auch total genial. Also ich finde es auch... Gibt es auch haptisch? Habe ich alles hier als Verpackung stehen? Nee, ich habe es nur haptisch-digital. Nein, haptisch-digital gibt es nicht. Du fasst doch nicht Digitaldaten an, Ingo. Was glaubst du? Stimmt, nee, jemand, der zum Frühstück Spektrum-Kassetten hört, der fasst auch digitale Daten an. Ja. Nee, ich will doch nicht, dass man schlecht wird. Also Spektrum, das hatten wir ja schon gestern im Videostammtisch mal kurz erwähnt. Also ich finde, dass sich die Tapes vom Spektrum irgendwie komisch anhören. Aber gut, das ist jetzt eine andere Sache. Ja, auch da hätte ich noch viele Rückfragen an dich, aber wieso weißt du, wie sich Tapes vom Spektrum anhören? Weil ich hier auf dem Mister auch mal eine Zeit lang immer versucht habe, mal die Tapes zu laden. Und der hat ja dann irgendwie so ein Audio-Pass-Through und man kann dann halt quasi die Tapes auch dann hören, was dann da kommt. Und dieses Feature, das vermisse ich übrigens beim VC20, das gibt es da nicht. Und da habe ich das dann halt irgendwie ja über mein Mischpult geloopt und so, dass ich das dann halt auch hören kann. Wir wissen und, das, Ingo, die Szene werden wir ja, nie vergessen. Auf jeden Fall, da habt ihr es gehört, aber ich nicht. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft, also ich finde halt diese VC20-Tapes, es ist halt irgendwie wie so Gänseblümchen-Ohren. Also das finde ich halt total schön. Bitte, was hast du gerade gesagt? Das hört sich an wie Gänseblümchen in den Ohren. Also ich finde das irgendwie... Ich bin hier mit dir alleine. Bin ich jetzt der Bekloppte oder du? Entschuldigung, ich habe noch nie ein Spektrum-Tape mir audiotechnisch angehört und dachte an Gänseblümchen-Ohren. Also wenn ich früher im Urlaub war, habe ich immer eine Kassette mit Daten mitgeholt, dass ich die am Walkman hören konnte, wenn ich den Computer vermisst hatte. Du hast eine Datenkassette gehört. Okay, das war jetzt Spaß. Sag mal so, ich glaube dir das. Also alles gut, aber ich finde es verwirrend, ehrlich gesagt. Ja, aber ich wollte auch erzählen, dass ich das Spiel gespielt habe. Jetzt sind wir doch wieder komplett... Ja, genau. Ich war ja auch noch bei Before the Storm. Davor war ich beim dritten Teil. Aber mach ruhig. Ja, dann erzähl du erstmal den dritten Teil. Ich erzähle nicht so viel, weil ich will das auch noch mal im Podcast am Wochenende dann in Ruhe erzählen. Aber grundsätzlich, ich habe es durchgespielt innerhalb von zwei... Was? Ja, ich habe es an zwei... Wie viele Stunden hat das denn? Wenn man gut ist, wohl 10 Stunden, wenn man es wie ich spielt, 12, 13 Stunden. Ich habe es an zwei Abenden durchgespielt, das erste Mal seit Monaten, dass ich länger als eine Stunde vor dem Computer saß zum Spielen wieder, weil es mich so gepackt hat. Und das Faszinierende war, ich habe einen schönen Programmierfehler in meinem Betriebssystem gesehen, dass auf meinem normalen Account konnte das nicht speichern. Und das habe ich habe nach 3 Stunden das Spiel gespeichert, ausgemacht und wollte dann nochmal weiterspielen und musste wieder von vorne anfangen, weil der Spielstand nicht gespeichert wurde. Lag aber nicht an Life is Strange, es lag an meinem System. Ich habe es inzwischen behoben und kann auch wieder speichern. Und habe es dann nochmal von vorne gespielt. Das heißt, die ersten 3 Stunden kenne ich doppelt, was nicht schlimm ist, das Spiel ist gut. Aber dann habe ich es tatsächlich, ja, heute würde man sagen, durchgebinged. Ich habe tatsächlich an 2 Abenden das Spiel durchgespielt und bin zufrieden und finde es toll und freue mich jetzt noch auf die extra DLCs, die man in dieser einen Edition ja hatte. Da kommt ja jetzt noch ein weiteres Kapitel raus, was unabhängig ist vom Hauptspiel. Und es kommt ja noch raus Before the Storm und Life is Strange 1 Remastered nächstes Jahr. Da freue ich mich auch nochmal drauf. Da werde ich die auch nochmal neu durchspielen mit einer verbesserten Grafik. Denn die mochte ich ja auch total gerne. Es gibt eine Ultimate-Version von Life is Strange 2. Da sollen, glaube ich, die Remastered-Version alle drin sein. Das habe ich abgedatet. Ich konnte meine haptische Version auf DVD zur Remastered upgraden. Das heißt, sollte ich dann jetzt mit dem Life is Strange 2 warten? Bis ich Life is Strange 2 wird, glaube ich, gar nicht remastered, sondern nur 1 und Before the Storm, oder? Habe ich das jetzt falsch? Oder das zweite auch? Ja, dann hätte ich ja noch warten können im Spiel. Also das hat es mir ja geärgert, weil das habe ich jetzt durchgespielt. Musst du mal gucken, welche Remastered werden. Aber man kann auch alles zweimal spielen und anders einfach. Machst du einfach mal genau das Gegenteil. Weil das Tolle an dem Spiel ist ja tatsächlich, dass man da ja verschiedene Geschichten erlebt. Wir können ja irgendwann mal offline erzählen, welche Geschichten wir erlebt haben. Wir wollen ja hier nicht spoilern jetzt. Und das ist bei True Colors genauso. Da kann man auch viele Sachen erleben. Und das Tolle bei True Colors ist, nach einigen Stunden geht das Spiel in einen, ich nenne es jetzt mal, Pseudo-Open-World-Modus über. Das gab es vorher noch nicht. Das heißt, da ist so ein bisschen die Kapitelbindung aufgehoben. Man kann dann recht frei spielen.
und auch Aufgaben in verschiedener Reihenfolge erledigen. Und was ich halt ganz, ganz toll finde, was ihr ja immer von anderen Spielen, die ich nicht spiele, erzählt habt, von Yakuza oder Persona oder ich weiß nicht was alles, dass da überall Spielautomaten rumstehen. Jetzt stehen auch bei Life is Strange Spielautomaten rum. Das heißt, in der Bar, über der man wohnt, da steht in der Bar ein Arkanoid-Automat. Und in der privaten Wohnung, wo man lebt, steht ein Automat mit einem Minenarbeiter, so ein Jump'n'Run, was ganz niedlich ist. Und man hat da wirklich so seine Abläufe. Man macht da irgendwas und denkt, ach, bevor ich jetzt mit der wieder rede und den Fall weiter löse oder meine Probleme da weiter löse, gehe ich nochmal kurz nach Hause und spiele eine Runde Arkanoid oder spiele eine Runde dieses Miner-Spiel. Und das macht total Spaß. Man kann sogar seine Heißkosten. Ist das ein Original? Also das ist die Originallizenz von Arkanoid, ja. Cool. Und das alleine das ist toll und ich freue mich auch, wenn man es dann einmal gespielt hat, sind auch tatsächlich in dem Spielstand ein Knopf drin, nur die Spiele spielen. Oder du kannst auch einen Spielstand laden, wo du wieder in die Wohnung gehen kannst, auch wenn du das Spiel durchgespielt hast. Und das alleine hat das Ganze so schön realistisch gemacht und spielerisch für mich witzig, weil man einfach mal entspannen konnte. Dann kannst du auch zwischendurch ist einmal Tischfußball, kann man dann spielen gegen jemanden, was total niedlich gemacht ist. Und so viele kleine Dinge, die man eigentlich von Life is Strange nicht erwartet hätte. Und dazu halt wieder extrem starke Charaktere, eine tolle, mitreißende Geschichte mit vielen Wendungen. Also ich bin von dem Spiel total geflasht. Technisch hat es ein paar kleine Macken. Es ist jetzt grafisch nicht AAA PS5. Es ist eine gute Grafik, eine sehr gute Grafik, aber da wäre noch Luft nach oben gewesen. Der Sound ist so gut, dass ich schon wieder gucke, ob man irgendwo die CD kaufen kann. Es ist ein perfekter Soundtrack, es sind wunderschöne Musikstücke. Und was ich auch sehr schön finde, gibt es ja auch aus anderen Spielen, das gab es ja auch hier bei Last of Us und Ähnlichem, das Mädel, die Hauptdarstellerin, spielt zwischendurch auch mal Gitarre und singt dazu, was ich total charmant fand. Ich spiele selbst Gitarre und habe gesehen, wie genau das produziert wurde. Da stimmt jeder Griff, jeder Ton, jedes Rauschen, jedes Knarzen ist perfekt visuell übernommen worden. Sowas hat mich dann natürlich geflasht und ich hatte da zwei sehr lange oder sehr kurze Nächte, sag ich mal, sehr lange Abende mit dem Spiel und bin happy. Und ich werde es mit Sicherheit nochmal spielen mit ein paar anderen Optionen, weil auch da kann man ja viel übersehen und auch vieles mal beim zweiten Spiel anders machen. Es gibt 5 oder 6 verschiedene Enden und diverse Nebenmissionen. Das gab es bisher auch noch nie bei Life is Strange. Man kann 6 oder 7 Nebenmissionen machen. Ich fand es unglaublich toll. Ich fand es auch toll, dass es in Anführungszeichen nur so kurz war. Dadurch habe auch ich mal eine Chance, ein Spiel wieder durchzuspielen oder mal Spaß an einem Spiel zu haben und ich habe wenig dran zu meckern. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung, das Spiel dann doch gekauft zu haben. Also mit diesem Kompromiss, dass ich eine leere Verpackung jetzt stehen habe und einen Steam Key habe. Oh, jetzt hast du mich richtig heiß gemacht. Also, weil ich habe ja jetzt das Before the Storm gespielt und ich war auch total wieder geflasht so von der Story und den Charakteren. Entschuldigung, Ingo, du kannst Teil 2 ja erstmal auslassen oder auch mit Teil 3 anfangen. Die sind ja alle storytechnisch unabhängig. Es gehört ja nur zusammen, ja. Before the Storm und Teil 1. Ich muss halt nur sagen, dass es mir jetzt erstmal noch zu teuer ist. Also ich würde da warten, weil ich befürchte, dass das Spiel verdammt schnell im Preis fällt. Das weiß ich nicht, da bin ich mir auch nicht sicher. Ich finde es erschreckend, dass sie es so hoch angesetzt haben. Aber im Endeffekt, ich habe da ja eine andere Rechnung als andere. Wenn ich überlege, ich gehe für 15 Euro ins Kino und habe da 3 Stunden Spaß oder 2 Stunden Spaß und habe jetzt knappe 20 Stunden oder 15 Stunden schon Spaß gehabt und da fehlen noch ein paar Sachen, die ich noch machen kann, dann habe ich auch nur in Anführungszeichen 2,50 die Stunde bezahlt. Also ich finde es nicht günstig, Gottes Willen. Es wäre mir auch lieber gewesen für 39 Euro, ganz klar. Aber das Spiel ist für mich jetzt das Geld wert gewesen. Es ist das einzige Spiel, was ich mir, glaube ich, in den letzten 5 Jahren zum Vollpreis gekauft habe. Also ich und da Life is Strange ist meine Serie und da bin ich dann leider auch bereit, sofort zuzuschlagen. Ansonsten kaufe ich ja kaum moderne, teure Spiele mehr. Ja, da ich jetzt den zweiten Teil noch nicht gespielt habe, ich habe den ja gekauft, da würde ich dann wahrscheinlich erst noch mal warten, weil das wird halt billiger werden. Und bis ich dann halt durch bin. Der zweite ist gut, da habe ich nur die ersten 3 Kapitel gebraucht, um richtig Spaß dran zu haben. Also irgendwann fand ich es ganz, ganz toll. Am Anfang war es für mich schwieriger. Ich weiß nicht warum. Das war für mich der schwierigste Teil. Aber ich glaube, der zweite Teil ist ja irgendwie mit Jung oder so, kann das sein? Das ist korrekt, ja, mit einem Brüderpaar. Aber ich, gut, vielleicht hört sich das jetzt komisch an, aber ich spiele eigentlich solche Storys lieber mit Frauen. Das kann auch tatsächlich, Ingo, und das kann ich nachvollziehen, das kann auch bei mir das Problem sein. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Weiß ich nicht. Der dritte Teil hat mich sofort wieder von der ersten Sekunde angepackt. Ich finde das halt irgendwie interessanter, weil gerade so Coming Out of Age oder wie heißt das denn, diese Geschichten? Das also, klingt so ähnlich, ja. Ja,
Ich kenne jetzt den Begriff nicht. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Auf jeden Fall finde ich die halt dann irgendwie so aus der Perspektive von Mädchen interessanter. Vor allem, ich habe ja halt zwei Töchter und die eine ist ja jetzt auch in der Pubertät und deswegen kann man da halt irgendwie dann schon vielleicht Ideen kriegen, ja, wie sich dann halt die Töchter entwickeln können. Obwohl, also bei Chloe, da habe ich da meine Bedenken. Also, ja, ob du vorhin habt, dass immer Vorbilder sein sollten dann. Aber egal, ja. Nein, es ist wirklich schön, was diesmal auch wieder toll ist. Du hast da auch wieder Möglichkeiten anzubandeln mit Männern oder Frauen, natürlich gendergerecht. Und das ist auch nett gemacht worden. Also die Geschichte ist richtig, richtig toll, ist wirklich mitreißend. Ich habe diverse Tests auch gelesen, wo die Redakteure wieder vom Bildschirm geheult haben. Soweit war es jetzt bei mir nicht, aber es hat mich trotzdem wieder mitgenommen, definitiv. Ja. Nicht ganz so stark, vielleicht wie der erste Teil, der war für mich so, dass, ja, war, da war es noch was ganz Neues, was Besonderes. Jetzt erwarte ich ja schon diese Qualität oder diese Sache. Und für viele ist jetzt auch tatsächlich der dritte Teil der beste. Also ist Geschmackssache, sag ich mal. Ich fand es toll, tolles Abendkino für mich. Es ist nicht, man kann es fies sagen, es ist nicht mehr als ein erweiterter Walking Simulator mit Spielautomaten und tollen Geschichte, aber das ist halt genau das, was ich suche. Und wer solche Spiele mochte oder auch Sachen wie die Cage-Geschichten mag, die ja ähnlich sind vom Aufbau, nur etwas komplexer, der kann nichts falsch machen. Es ist einfach storytechnisch toll. Und was ganz toll ist, es ist das erste Mal jetzt mit deutscher Synchronisation. Und da bin ich normalerweise immer total skeptisch. Und die Hauptdarsteller sind super synchronisiert. Die Lippensynchronität ist nicht perfekt, aber die Stimmen passen hervorragend und sind genau auf den Punkt. Und die deutsche Synchro ist toll. Und das sage ich selten bei Spielen. Ich habe keinerlei Wunsch gehabt, auf Englisch umzustellen. Ganz tolle Arbeit, die wir geleistet haben, dass es auf Deutsch wirklich auch verfügbar ist. Also das ist noch ein Punkt, der wirklich dem Ganzen noch mal mehr Atmosphäre gegeben hat und noch mal mehr Gefühl gegeben hat. Weil ich finde es immer noch was anderes, wenn ich das Ganze in der Heimatsprache sozusagen höre. Also ich bin hin und weg davon. Eine Frage bei Before the Storm. Das soll jetzt kein Spoiler sein, aber ganz am Schluss, hast du die Wahrheit erzählt oder nicht die Wahrheit erzählt? Das müssen wir offline besprechen. Ich weiß im Augenblick nicht mehr, welche Wendung das war. Ich habe von den Dingern so viele gespielt, dass ich da inzwischen durcheinander komme. Vor allem ist für mich Before the Storm und Teil 1 eine Geschichte inzwischen irgendwie. Ja, weißt du, was der Witz ist? Ich glaube, wenn ich das jetzt in der Reihenfolge gespielt hätte, ja, hätte ich mich in Teil 1 anders am Schluss entschieden. Also für mich war ganz komisch, dass ich, ohne jetzt auch dazu spoilern, dass ich am Schluss ja wusste, was passieren wird und deswegen noch trauriger war oder noch anders emotional gefasst war. Vor allem, ich fand ich wollte schon sagen, in Stranger Things, das war was anderes. Ich fand auf jeden Fall im ersten Teil die Chloe nicht sympathisch. Also die hat mir überhaupt nicht gefallen. Und bei Before the Storm ist die mir richtig ans Herz gewachsen. Also das ist eine ganz tolle Wendung, was die da hinbekommen haben. Und ich finde das halt richtig stark gemacht. Vor allem, ich bin ja, das habe ich ja schon öfters erzählt, ich bin ja eigentlich kein Fan von solchen Zeichentrick-Grafiken. Also das ist ja halt auch ein bisschen stilisiert. Also Es ist aber nicht Zeichentrick, es ist vereinfachte Realgrafik, würde ich genau formulieren. Genau, aber ich finde, das ist ein sehr gutes Stilmittel und das stört mich überhaupt nicht. Also das ist eines der Spiele, die ich dann auch mit diesem Stil sehr gut spielen kann. Ja, absolut. Es gibt halt auch gerade so bei den japanischen Spielen halt so Anime-Spiele, da komme ich nicht zurecht mit. Das ist mir dann halt einfach zu sehr animehaft und damit komme ich nicht klar. Ich habe manchmal das Problem nur, dass bei dieser Art Spiele, ich finde die ganz toll vom Stil, aber manchmal habe ich mit einigen Gesichtern das Problem, dass die mir zu statisch sind oder zu starr sind. Denn ich habe das Gefühl, die haben ja wahrscheinlich bei diesen AAA- oder AA-Titeln, haben die ja Teams im Hintergrund, die sich um die Animation der Figuren kümmern, um die Skins kümmern und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, einige Figuren haben sie so toll hinbekommen, die sehen aus wie echt, da merke ich keinen Unterschied mehr zu normalen Menschen. Und eine andere Figur, eine Nebenrolle, sieht teilweise aus wie, ich will nicht sagen, dahingeschlurrt, aber sieht grafisch viel, viel schlechter aus als andere. Und das macht mich ein bisschen, irritiert mich ein bisschen. Auch bei dem Life is Strange ist es so, die Hauptfigur ist perfekt animiert, sieht toll aus und jede Regung stimmt. Und da ist eine andere Figur da, die hat einen starren Bart, der sieht aus wie aus Plastik. Also das irritiert mich dann. Ja, aber wobei, die haben ja die Hauptrolle alle mit Motion Capturing gemacht.
Also das sieht man richtig, halt auch. Klar, natürlich. Ja, und da haben sie auch dann wirklich richtige Schauspieler eingesetzt, die auch nicht unbedingt schlecht waren. Also das ist absolut, ja. Das ist halt wirklich so mit viel Liebe zum Detail. Und ich finde halt auch gerade so die einzelnen Räume, so das Zimmer zum Beispiel von der Chloe, das ist mit so viel Liebe zum Detail da gemacht, ja. Und so sieht ein Jugendzimmer aus. Ach, ja? dann wirst du dich freuen beim Teil 3, weil da hast du das in Anführungszeichen Jugendzimmer oben und du hast halt unten noch die Bar mit den Gästen und hast ja eine Funktion, die kann man ja verraten, das ist ja kein Spoilern. Dieses Mal kann die Hauptdarstellerin nicht die Zeit zurückdrehen zum Beispiel, aber sie kann die Emotionen der Leute erkennen und dadurch sozusagen mehr oder weniger emotionale Gedanken lesen. Und du kannst also auch in der Stadt frei rumlaufen oder auch in der Kneipe und einfach Leute stalken. Und das ist allein schon eine Funktion, die ist total unterhaltsam. Wobei ich jetzt sagen muss, dass diese Fähigkeit in Before the Storm von der Chloe, dass sie halt irgendwie so sich rausreden kann oder die Leute totreden kann, das fand ich ein bisschen doof. Also das hat mir nicht gefallen. Ja, ich finde es auch beim dritten Teil jetzt wieder interessanter, die Fähigkeit. Also diese Sache, du siehst immer so eine Aura um die Leute rum und wenn die Aura dann rot wird, siehst du, die Leute haben ein Problem oder sind böse oder drehen durch. Und dann gibt es halt noch so eine Geschichte, dass natürlich die Hauptperson sich selber in diese Emotionen reinversetzen kann. Und das hat teilweise schöne Verwicklungen. Also das war wieder eine Methodik, die fand ich gut. Also ich bin da sehr, sehr angetan von. Ja, aber es hat mich echt so geflasht. Also ich muss sagen, ich ärgere mich, dass ich das nicht früher gespielt hatte. Ich habe das so lange liegen lassen. Ich habe es vom ersten Tag angelobt, Ingo. Also ich habe das ja... Ja, Moment, ich habe das ja vor dir gespielt, den ersten Teil. Ja, aber danach hast du nicht weitergespielt. Nee, aber ich habe es mir gekauft. Super, ich auch. Und ich werde jetzt auch die Remaster nochmal definitiv durchspielen, wenn die kommen und auch nochmal den dritten Teil. Ich glaube, ich werde das auch machen. Also ich möchte mir auf jeden Fall dann diese Deluxe-Version kaufen, also digital. Und gut, ich warte jetzt noch ein bisschen aus dem einfachen Grund, weil jetzt kommt ja Lost Judgment raus. Also der Nachfolger von Judgment, das ist ja ein Yakuza-Spin-Off. Und da habe ich mir jetzt also Freiraum geschaffen, weil die muss ich jetzt unbedingt spielen, weil es hört sich zwar doof an, ja, aber ich habe zumindest bei den letzten Yakuza, die ich gespielt hatte, hatte ich noch mehr Emotionen als bei, jetzt wollte ich sagen Last of Us, ich vergesse noch immer den Namen. Life is Strange. Ja, wie gesagt, die sind mir zu lang. Also ich bin halt glücklich, dass das Spiel sich im Umfang nicht so erweitert. Ich hatte tierisch Angst, als ich gelesen habe, das wäre jetzt ein Open-World-Spiel, hieß es ja zuerst bei Life is Strange. Das ist es nicht. Aber du hast halt ein paar Stunden lang eine Art Open-World in deiner kleinen Umgebung, in der kleinen Straße. Und da sind auch nur 4 Läden offen. Aber diese Läden sind so toll gemacht. Da ist ein Plattenladen, so im Stil der 70er, 80er Jahre. Alleine das ist toll. Da kannst du stundenlang dich aufhalten. Da ist ein Blumenladen, der ist total nett eingerichtet. Also die Sachen sind toll, charmant gemacht einfach. Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass aber die Rätsel sind eigentlich nicht groß vorhanden. Es gibt keine Rätsel. Ich habe eben gesagt, das ist eine Art Walking Simulator mit einer tollen Story, mit ein bisschen mehr. Ja. Es gibt 2-3 Stellen in jeder Folge, wo ich irritiert bin oder auch... tatsächlich dann mal recherchiert habe, was ich jetzt machen muss. Beim dritten war es eigentlich noch weniger. Es gibt also 1-2 Stellen, wo ich dann mal hake, aber ansonsten kann man das flüssig durchspielen. Also, aber das finde ich ja nicht negativ, weil du hast halt das Gefühl, du identifizierst dich teilweise mit der Person, teilweise mit der Welt, mit der Umgebung, mit deinen Mitspielern und das macht ja diese Bindung zum Spiel aus. Und die ist so extrem hoch bei Life is Strange, dass ich das überhaupt nicht vermisse, dass ich da jetzt irgendwelche blöden Rätsel machen muss. Das hätte mich höchstens genervt. Ich mag ja auch nicht, wenn Spiele gestreckt werden. Bei dem einen Life is Strange musste man zwischendurch in einem Laden eine Inventur machen, eine halbe Stunde lang. Das fand ich komplett idiotisch. Da hätte ich gerne darauf verzichtet, aber das musste man halt machen. Und auf so einen Quatsch haben sie mehr oder weniger jetzt beim dritten Teil verzichtet. Da hast du halt zwar Leerlauf, aber dann geht man halt mal zum Arcane mit Automaten und spielt eine Runde. Das fand ich natürlich geiler. Ach, war das Life is Strange mit der Inventur? Ich glaube, Life is Strange oder das andere Ding von Do Not. Nee, oder war das nicht von David Cage irgendein Spiel? Bitte Nee, das war Tell Me Why oder Life is Strange, eins von beiden. Ah, Tell Me Why war das dann, ja. Ja. Genau, Spielstreckenden Dinge finde ich nicht schön. Das mit der Inventur, das ist bei mir noch relativ frisch im Kopf gewesen. Das Tell Me Why habe ich vor knapp einem Jahr gespielt. Fand ich auch toll, aber die Inventur hat mich genervt. So. Ja. Wobei diese Art von Spielen, das ist, wie du sagtest, japanisch, das ist eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja eigentlich ohne Spielsinn. Das ist ja eigentlich im Prinzip ein interaktiver Film. Das ist doch bei Shenmue, gab es doch auch. Da musstest du Gabelstapel fahren, um Geld zu verdienen. Ich meine, das ist halt ein Strecken für mich. Also, aber wie gesagt, ich finde es grundsätzlich ja gut, wenn du sozusagen in der Realwelt da eintauchst. Aber ich will mich nicht verzetteln. Und
wie gesagt, ich fand tatsächlich, obwohl ich sowas immer sonst albern fand, aber ich fand diese Spielautomaten total sympathisch. Das ja. Hätte nicht gedacht, dass ich insgesamt von den 20 Stunden oder 15 Stunden, die ich das gespielt habe, dass ich da 2 Stunden lang in Anführungszeichen vom Spielautomaten gestanden habe. Fand ich super. Ja, aber jetzt kommen ja echt so viele Spiele raus. Das ist total klasse. Ja, wie gesagt, ich habe da nicht viel, was ich spielen will im Augenblick. Das habe auch die Zeit dafür nicht. Ich spiele im Jahr mal 1-2 Spiele, wirklich länger, außerhalb vom Retro-Bereich. Aber das war jetzt so mein Jahresspiel, das fand ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich warte jetzt auf die Remakes, auf die anderen Sachen. Solche Art Sachen, also wenn es Spiele gibt, die in dem Stil sind, dann würde ich auch wieder tatsächlich mehr Sachen spielen. Weil das kann man zur Unterhaltung machen, zur Entspannung machen. Ich reg mich nicht auf vom Rechner. Trotzdem ist man gefangen, ist mitgenommen. Aber es frustriert mich nicht. Ich muss nicht stundenlang irgendwas machen, was ich nicht möchte. Und das ja, es unterhält. Halt. Und vor allem, was ich halt auch so genial finde bei Life is Strange, ich habe manchmal wirklich Probleme bei Spielen, eine Story zu folgen. Und dann, also wenn die Story mich nicht sonderlich packt, ja, dann höre ich mal kurz weg und irgendwann habe ich den Faden verloren. Und ich muss halt sagen, gerade Life is Strange ist auch halt einer der Spiele, wo man die Story irgendwie, da kann man sich nicht entziehen. Also das ist halt, ja, das ist so richtig packend und mitreißend. Und das ist halt echt ganz toll gemacht, finde ich. Absolut. Also wie gesagt, ich freue mich da, wenn es da weitergeht. Ich denke auch mal, die werden das Franchise ja auch weiter ausbauen. Jetzt muss man mal gucken, ob in der Preiskategorie, wie sie es jetzt rausgehauen haben, ob das dann ein Bestseller wird oder nicht. Ich fand ja auch diese Idee mit den Kapiteln zwar jetzt nicht gut fürs Spielen, aber das war natürlich preislich gut, weil das erste Kapitel umsonst, das zweite hat man 10er gekostet. Das wirkte dann nicht so teuer, obwohl es am Ende natürlich wahrscheinlich das gleiche gekostet hat, wenn man es nicht im Sale bekommen hat. Aber der Vorteil war natürlich wiederum, man konnte es dann auch wirklich mal eben durchspielen. Also das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich finde es ja auch schlimm, wenn man wieder ein Vierteljahr auf ein neues Kapitel warten muss, was nur 2 Stunden läuft. Das fand ich auch etwas anstrengend. Achso, das ist jetzt eine Episode? Nein, es sind 5 Episoden, nur du kaufst gleich alle. Gibt es da auch wieder wie den anderen Teilen so mit, wo die Episoden dann so mit einer Einleitung und Nein, so nicht. Korrekt, Miriam. Es sind im Augenblick nur Ingo und Patrick. Deswegen versuchen wir uns hier wach zu halten. Komm gerne dazu, dann kann ich was essen gehen. Ja. Nein, du hast nicht diese Einleitung mehr wie sonst. Die Kapitel gehen nahtloser ineinander über, weil du halt dieses Open-Worldige hast. Aber ich habe da nichts vermisst. Also ich bin... Ja. Es ist ein neues Entwicklerstudio. Das ist ja von Deck, heißen die Deck Games? One Deck, 11 Deck? Ich komme nicht mehr drauf. Ja. Deck. Und die haben ihre Arbeit richtig gut gemacht. Also die haben sie wirklich gut gemacht. Vor allem, was auch interessant ist, ich glaube auch, dass das Spiel von der Entwicklung her nicht so teuer ist. Also das hält sich, glaube ich, in Grenzen, weil aufgrund halt dieser, bitte? Ich muss kurz einmal in den Chat eingehen, nicht, dass man es falsch versteht. Mega schreibt, wie schaut's denn mit unseren 10 Minuten aus? Ich hatte gedacht, hier ist Betrieb und wir können uns kurz mal hier. Ja, Moment, diesmal habe ich das Abseilen nicht erwähnt. Das war der Patrick, also er wollte ein Abseilen. Nein, Ingo. Nein, dann können wir mal kurz aus dem Stammtisch rausgehen und das aufnehmen, aber dann ist Ingo hier alleine, wenn ich jetzt gehe. Ich kann bei neuen Spielen auch. Nee, wieso das denn? Wir können doch das jetzt einfach ja als Stammtischaufnahme auch nehmen. Der Anfang ist ja, war lustig. Nein, das meine ich nicht, Ingo. Wenn ich mit Miriam jetzt das mache, was ich mit dir vorhin gemacht habe für die Gala. Achso, dann kann ich mit mir alleine reden. Richtig, und das ist der Haken. Das heißt, wir warten, bis der nächste Gast kommt und dann kann ich mich mit Miriam mal kurz, wie schreibt sie im Chat, in die Ecke verziehen. Ja, genau. Dann können wir die Aufnahme machen. Aber hier ist ja im Augenblick, wie gesagt, noch nicht so viel los. Und wir reden ja auch über alte Spiele. Sonst, du kannst uns ja gerne hier joinen, Miriam. Und dann gucken wir mal, wann der nächste dazukommt. Dann können wir ja mal kurz die Aufnahme machen. Nein, ich rede ja sonst auch nie mit bei neuen Spielen. Aber das war tatsächlich ja jetzt mal ein top aktuelles Spiel. Ich hatte es durchgespielt in der Sekunde mehr oder weniger, wo die ersten Komplettlösungen im Netz aufgetaucht sind. Das hatte ich lange nicht. Der Witz ist ja, dass man dieses Spiel auch eigentlich wunderbar vor 15 Jahren hätte machen können. Wahrscheinlich. Ja, aber ich muss dir in einem Punkt, du hast recht, die sind einfacher vielleicht zu machen als andere Sachen, aber die sind doch viel komplexer, als du denkst und auch sehr, sehr aufwendig. Wenn du guckst, wie viele Leute daran mitgearbeitet haben, das ist eine mittlere dreistellige Anzahl an Personen. Ja, aber ich glaube, von der Entwicklungszeit verstinkt das jetzt nicht die
den Zeitraum ist, wie manche anderen AAA, also wie in Last of Us oder sonst irgendwie in Open World. Das ist richtig. Aber trotzdem ist das eine AAA-Produktion am Ende vom Aufwand und vom Geld her. Ja, also die haben ja jetzt auch wahrscheinlich in den Teil, also in den neueren Teilen eine Menge Geld reingesteckt, weil die wussten ja, dass das erfolgreich ist. Es gibt eine Fanbase, die das kauft. Absolut. Das ist ja halt auch wichtig. Und selbst ich sofort zuschlag, das soll schon was heißen. Nur der erste Teil, der war ja, glaube ich, auch eine relativ günstige Indie-Produktion. Richtig, das war ein Zufallserfolg oder ein Glücksfall. Und wie gesagt, für mich genau das Richtige. Ich habe da den Einstieg mit gefunden und ich hatte wirklich, wirklich, wirklich jetzt bei dem dritten Teil Bedenken. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Hallo Miriam. Hallo Miriam. Hallöchen. Na, ja, ihr beiden. Ich wollte auch gerade sagen, dann komme ich kurz mal raus und na, dann fiel meine Das bringt ja nichts. Dann ist Ingo alleine, dann müssen wir ihm ein Skript geben. Ja, nö, ich rede einfach mit mir selber, das bin ich gewohnt. Okay. Ja, aber Frage, wie lange du es durchhältst. Oliver wollte ja auch noch kommen nach dem Essen, glaube ich. Mit dem habe ich ja vorhin kurz die Aufnahme gemacht. Und mal schauen. Aber es ist ja auch parallel, wie gesagt, der Themenaufnahme. Deswegen fehlen ja mindestens 2-3 Leute. Das ist ja auch logisch. Und es ist wohl noch einiges mehr heute, was im Hintergrund gewuselt wird bei den Retro-Kompottis, sage ich mal. Wir sind doch immer am Wuseln. Das ist korrekt, ja, das ist korrekt. Aber ich war auch irritiert. Ich wollte mich ja eigentlich nur kurz einloggen, den Stream starten und dann was essen. Und dann denke ich, da ist nur Ingo, was mache ich denn jetzt? Ja, vor allem, ich bin der Einzige, der aufnimmt. Also später, weil ich möchte halt wahrscheinlich auch nicht ganz bis zum Ende dann bleiben. Muss jemand anderes aufnehmen und dem... Ja, dann müssen wir zusammenkleben. Muss man dir das schicken und du schickst mir das dann komplett? Ich weiß es nicht, ich brauche es ja morgen früh wieder irgendwann. Müssen wir da mal gucken. Es kann ja auch sein, dass das am Ende wieder kürzer wird oder länger wird. Ich komme auch nachher auf jeden Fall wieder nochmal dazu, definitiv. Aber ich wollte halt zwischendurch nochmal... pausieren dann, aber keine Ahnung, das ist ja schön am Stammtisch, wie sagen wir immer so schön, man kann kommen und gehen, wann man will und das ist das Konzept. Wir müssen ja jetzt tatsächlich nochmal in den nächsten Tagen gucken, wo wir einen anderen Teamspeak-Server herbekommen, also wir haben noch ein paar Monate Zeit jetzt, aber das müssen wir als nächstes dann mal klären. Ja, das was ist denn mit dem alten? Da wurde gerade eingeblendet, dass die den Service zum 1.12. einstellen. Hä, was, wer, wie, was, warum, wo? Die Pott-WG stellt ihren Dienst ein, kam eben eine Meldung. Und das bedeutet... dass wir dann keinen Teamspeak-Server mehr haben. Und selber einen aufmachen? Wie? Man kann einen eigenen Server aufmachen, wenn man sich gut damit auskennt. Das weiß ich aber nicht, wie das geht. Das müsste ich mich einlesen. Oder man muss sich woanders einen Server anmieten oder gucken, ob es noch kostenlose Server gibt. Das Problem ist halt nur, dass die Daten dann komplett anders sind und wir natürlich in die ganzen Webseiten und Verknüpfungen allen sagen müssen, wir sind jetzt woanders. Das ist ein bisschen doof. Aber ist halt so. Wie ist denn das dann mit Skype oder sowas? Geht das dann nicht auch? Skype macht nicht viel Sinn bei einer großen Gruppe. Da stürzt ab 7 Leute mehr oder weniger ins Nirvana ab von der Qualität. Ingo hatte schon gesagt, wir könnten natürlich Zoom nehmen, nur auf Audio zum Beispiel. Das wäre eine Variante, die wäre okay. Aber Zoom ist halt audiomäßig halt doch irgendwie mies. Also, nein. Doch. Ich habe das analysiert, beziehungsweise ich hatte ja den Top-3-Talk letztes Mal aufgenommen. Oder nicht aufgenommen, den Mitschnitt bekommen. Und da ist halt irgendwo so ein Frequenzspektrum, wo halt einfach abgeschnitten wird, ja. Da ist so in den Höhen so ein Raschel drin, so ein Säuseln. Aber TeamSpeak ist auch nicht so richtig gut. Also das Beste ist tatsächlich, sind andere Systeme, aber die sind halt zu komplex und Skype ist halt zu unsicher. Ich würde schon gucken, ob wir entweder, wie gesagt, TeamSpeak noch eine Alternative finden, woanders. Wie viele Slots braucht der TeamSpeak-Server? Ja, in so im Prinzip haben wir ja... theoretisch können unbegrenzt Leute kommen, wir waren aber noch nie mehr als 20. Im Augenblick haben wir auch unbegrenzt das hier stehen, weil theoretisch können da ja auch mal mehr Leute kommen. Wir wollen das ja nicht begrenzen, weil wir nicht wissen, wie viele Leute mitmachen. Also, keine Ahnung. Bisher war das Höchste, glaube ich, mal 20, aber das kann natürlich auch mal wieder steigen. Im Augenblick hätte heute 1 dort gereicht für Ingo, aber das weiß man immer nicht. Und man muss halt diese Ordner anlegen können im Endeffekt, beziehungsweise dass auch eine Parallelaufnahme stattfinden kann. Das ist das nächste Problem, weil jetzt ist im Augenblick zum Beispiel bei uns hier auf dem Kanal, wird auf einem Kanal ein Thema aufgenommen und auf dem anderen Kanal wird jetzt hier der Audio-Stammtisch gesendet. Also muss man mal gucken. Also wir wollen das halt so offen wie möglich halten und so einfach wie möglich halten, weil wir wissen ja wirklich nie, was passiert. Das einfach grob dazu. Ja, also man muss halt da mal schauen. Ich werde jetzt aber auch bei dem nächsten Top-3-Talk, der auf Twitch bzw. auf Zoom aufgenommen wird, was probieren, dass ich mit meinem Mischpult eine Aufnahme lokal mitlaufen lasse. Das heißt, dass ich quasi meinen Ton dann auf dem linken Kanal einblende und den von den anderen auf dem rechten Kanal und das dann halt dann in Stereo dann aufnehme und dann später abmixe. Das probiere ich einfach mal aus, weil ich glaube, der Live-Ton ist besser, als dann, was später aufgenommen wird. Das kann sein, das hängt aber von jedem Rechner wieder einzeln ab. Gerne, Inso, schreib mal eine Mail, da können wir mal gucken. Es muss halt eine Lösung sein, die langfristig funktioniert, weil wir
natürlich ungerne alle paar Wochen wieder irgendwelche Daten neu ändern müssen für die Hörer. Das ist sehr, sehr ärgerlich, dass es jetzt hier bei TeamSpeak, also bei diesem Podwege-Server aufhört für uns, weil natürlich die Leute dran gewöhnt haben und alle immer denken, das geht hier ewig weiter. Und da kommt halt irgendwann nur noch ein Connection-Error und das ist natürlich dann nicht gut. Das heißt, wir müssen dann sozusagen in Anführungszeichen wieder bei Null anfangen und einmal alle Kompottis und Hörer und Zuschauer informieren, dass sie wieder woanders sind. Das wollen wir halt so möglichst selten, logischerweise. Aber gerne, schreib mal eine Mail. Also wenn du da eine Idee hast, sehr, sehr gerne. Kann es auch sein, dass jetzt hier serverseitig die Qualität festgelegt wird? Das heißt, man könnte vielleicht dann hier, angenommen, wir wären jetzt der Pod-WG-Betreiber, dass wir zum Beispiel die Qualität noch höher schrauben könnten oder auch runterschrauben könnten? Kann man, aber ich habe hier mal nachgefragt gehabt und die haben, glaube ich, die Qualität auf höchster Stufe für die Kanäle. Aber das Problem ist halt, die zahlen halt alles und es sind Spenden finanziert. Und ich denke mal, das hat sich nicht mehr getragen oder die haben andere Probleme, dass sie das nicht mehr anbieten können. Das war ein toller Service über Jahre, die hier geboten haben bei der Pod-WG und da bin ich ja sehr glücklich drüber. Wir haben viel hier gemacht, aber ist halt sehr schade, dass es jetzt aufhört. Ist halt so. Ja, aber es muss doch irgendwo auch Preise geben, was so ein Server kostet. Vor allem, du kannst bei Firmen Slots mieten, klar. Und das kostet halt dann, was Inso ja eben schon schrieb im Chat, je nachdem, wie viele Slots du brauchst. Du musst halt dann sagen, bist du 15 Teilnehmer, 20, 50, 100 Teilnehmer. Nee, ich dachte jetzt, Slot ist eher gemeint, wie viele Aufnahmen man hat. Nein, leider nicht. Das heißt teilweise auch, wie viele Gäste, wie viele Leute reinkommen in deinen Kanal. Ach so. Und das musst du teilweise auch, und ich kann ja jetzt nicht einen Kanal nehmen, wo nur 10 Leute rein können. Wie gesagt, müssen wir jetzt nicht hier ausdiskutieren, da finden wir eine Lösung, wir haben noch 3 Monate Zeit. Im allerschlimmsten Falle geht das halt auf ein anderes System erstmal und wenn es halt Zoom ist, erstmal für den Notfall, der Audio-Stammtisch geht definitiv ja weiter. Das ist ja nicht abhängig von TeamSpeak oder einem Anbieter. Aber ich habe es eben halt das erste Mal gesehen, die Meldung, und war etwas irritiert. Ich dachte, wir haben mal irgendwas Beständiges. Nö. Und was ist mit Skype? Weil ihr nutzt auch Skype immer. Ja, aber Ingo, hast du mal Skype gemacht mit mehr als 7 Leuten? Das geht nicht. Das geht so in die Hose. Das geht gar nicht. Es geht gar nicht. Und bei Skype müssen die Leute ihre privaten Kontaktdaten oder ihre Skype-Daten wieder rausgeben. Hier ist es anonym. Na, das ist. Nee, das geht nicht. Also, ich habe ja was gefunden. Also hier ein TeamSpeak-Server von 4Players vermietet die. Ist ja lustig. Sind die nicht erst auch bald weg? Aber gut, die machen, glaube ich, das Servergeschäft weiter. Und zwar kann man hier 25 Slots mieten für 3,15 Euro pro Monat. Ja, aber 25 Slots wäre schon wieder grenzwertig, weil man halt nicht weiß, ob man 26 bekommt. Wir müssen mal gucken. Brauchen wir uns echt jetzt noch keine Gedanken machen. Wir haben bei Zoom hätten wir 100 Slots. Ne? Also das ist schon mal die Notlösung definitiv. Ja, also gut, man müsste halt dann mal schauen, dann zu gegebener Zeit, was es da halt alles gibt. Ja, eben. Wie gesagt, jetzt 25 Slots würde ich jetzt erstmal ausreichend halten, ja, aber natürlich hat es nach oben. Würde ich nicht machen, weil es kann ja mal sein, dass eine Sendung kommt, wo dann plötzlich 30 Leute rein wollen und dann hast du wieder eine Sperre. Das ist schwierig. Ne, da muss man halt, gut, dann vielleicht gibt es ja auch mit Warteraummöglichkeit, beziehungsweise, also erstmal die Leute, die zum Beispiel jetzt nur passiv dabei sind, die würden dann wahrscheinlich dann rausfliegen. Wie gesagt, wir finden da definitiv eine Lösung, geben die dann zeitnah auf der Homepage und auf unseren Kanälen bekannt, wo wir dann senden. Bei Twitch wird weiter die erste Stunde laufen, das wird sich nicht ändern. Das kriegen wir schon hin. Apropos Twitch und erste Stunde. Die erste Stunde ist jetzt rum. Das heißt, wir bedanken uns schon mal bei allen, die zugeschaut haben und zugehört haben. Wer den Rest hören möchte und zu unseren Unterstützern des Podcasts gehört, also auf Patreon oder Steady bei uns dabei ist, der kann sich den Rest im Laufe des morgigen Tages anhören. Da strahlen wir das aus. Danke an euch und hoffentlich bis bald. Und merkt euch, wie gesagt, schon mal den 25. vor für unser Retro-Lagerfeuer. Und jetzt stoppen wir hier den Stream und dann geht's zu den dringenden Themen, oder was? Noch nicht stoppen. Kommt jetzt der Spoiler? Ja, weil es wird ja erst richtig, richtig spannend, nachdem die Stunde vorbei ist. Also da muss man da auf jeden Fall. Ja, ich sag doch gerade, jetzt kommen die dreckigen Themen. Da lassen wir die Sau raus, genau. Die richtig dreckigen Themen, also da müsst ihr auf alle Fälle euch ein Abo bei Patreon holen und euch das unbedingt anhören. Könnte ich jetzt das Ganze auch unverfänglich abmoderieren und sagen, wer den Dreier mit Ingo, Miriam und mir weiterhören möchte, der braucht ein Abo. Bis bald. Genau. Tschüss. Tschüss. Patrick, ich bin schockiert von dir. Wieso? Was? Ja, also gut, das hätte ich jetzt eher von Miriam erwartet, sowas mit dem Dreier. Ich war schneller. Okay, ich wollte gerade sagen, können wir jetzt ins Nebenzimmer Miriam und die andere Aufnahme machen? Nein, geht ja nicht. Dann ist Ingo ja wieder alleine. Och Mann. Ja, ich kann es mit mir alleine, also beziehungsweise alleine mit mir reden. Du machst es nicht besser.
Ey, super. Das hatten wir auch lange nicht. Also irgendeinen muss ich leider vernachlässigen. Bei drei Leuten, ne, da ist immer einer derjenige, der ja, aber kannst du nicht noch, am Wagen. Kannst du nicht noch einen vierten reinholen, dass wir zwei verschwinden können? um es nochmal kurz zu erklären, für die, die es nachhören. Wir machen ein paar Voraufzeichnungen für den 25. Da wissen die Teilnehmer nicht, was dort mit ihnen passiert. Ingo weiß es, der hat die Therapie überlebt, aber er darf nichts sagen. Vertraglich gebunden. Seitdem kann ich nicht mehr schlafen. Na toll. Okay, ja, jetzt müssen wir echt gucken, dass hier vielleicht Oliver kommt und dann mit dir ein Zwiegespräch macht. Und ich wollte doch noch was essen heute, verdammt nochmal. Ich kann doch jetzt nicht gehen. Das geht ja gar nicht. Nee, das geht nicht, dass du gehst. Ach Mann, oder wir sagen einfach, das war der Stammtisch für heute und wir sind durch. Ja, das ist super. Ey, wir spoilern, oh, ihr müsst unbedingt Patreon werden. Böse, und dann böse, so nach böse. 3 Minuten, ja, das war jetzt der Stammtisch. Macht's gut, danke für euer Abo und jo, bis zum nächsten Mal. Das wäre ein bisschen unfair, ja. Ein wenig. Nein, nein, wie gesagt, ich habe immerhin mal erzählt, was ich gespielt habe. Das gab es ja noch nie, oder noch nie so lange. Nein, jetzt mache ich auch nochmal am Sonntag in Ruhe. Aber ja, und nu, was ist nu? Ja, du hast mich auf jeden Fall extrem motiviert. Und ich habe da jetzt auch so richtig Bock da drauf, das auch zu spielen. Also das ist halt, aber gut, erstmal muss Lost Judgment vor. Also was wir gerne machen können, Ingo, wenn die Remaster-Fassung rausgekommen ist von den Sachen, die wir schon kennen, ja, kannst du dich gerne mal melden, dann können wir das ja mal vielleicht sogar zusammen mal streamen oder mal. Oh ja, machen. Da hätte ich echt richtig Bock da drauf, beziehungsweise, ja, es kann ja einer spielen und dann redet dann man darüber oder sowas. Dann entscheiden wir gemeinsam, genau. Ja, es gibt nämlich eine Funktion bei allen Teilen, dass du die copyright-geschützten Inhalte ausblenden kannst für Stream extra. Dürfen wir dann selber Lieder singen in den Bereichen? Naja, es hat einen witzigen Effekt. Bei Teil 3, wenn du es einstellst und sie spielt Gitarre, dann hörst du halt nichts mehr. Oh nein, das ist aber traurig, finde ich. Das ist die rechte Lage ja, in Deutschland. Die haben leider zwei, drei Lizenzen sich geholt und die dürfen sie nicht online ausstrahlen. Aber es gibt tatsächlich, das finde ich ja toll, diese Funktion, Copyright-geschütztes Material für den Stream ausblenden. Und du kannst sogar eine Funktion einstellen, dass der Chat auf Twitch mitentscheidet, was man macht. Das ist so genial. Hör mal, auch die ganzen David Cage-Spiele, weil du musst halt den Chat einbinden bei solchen Sachen, ja? Und wenn du dann Abstimmungen machen kannst, das ist sowas von genial. Können wir gerne mal dann überlegen, wenn die Sachen rauskommen. Können wir gerne machen. Ja, wow, freue ich mich schon total drauf. Ich auch, erinnere mich bloß wieder dran, das wird irgendwann Anfang nächsten Jahres sein. Aber spiel erstmal in Ruhe Teil 3 durch bis dahin, das dauert ja sowieso noch. Aber ich warte, bis der noch ein bisschen billiger wird, weil so in 2-3 Wochen, da ist er bestimmt schon 50% reduziert. Ich weiß es nicht, reduziert. Was wir machen wegen dieses Megapacks da, ob die dann den Preis überhaupt runtergehen. Vielleicht gibt es das Gesamtpaket dann billiger oder so, das wäre nochmal okay. Ja, man muss einfach mal schauen. Also gerade bei dieser Serie, das wurde ja so schnell verhökert. Ja, das ist eigentlich traurig. Weil die Teile auch so billig waren teilweise. Ich finde es generell auch von der Strategie von den Publishern eigentlich auch beschissen, dass Spiele so schnell im Preis verfallen. Du machst damit die Wertigkeit kaputt. Warum machen die es nicht wie Nintendo? Ja? Naja, die übertreiben es in die andere Richtung. Aber du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Wenn jetzt solche Verrückten wie ich jetzt, die sich nur einmal im Jahr ein Spiel kaufen oder zweimal im Jahr ein neues Spiel kaufen, aber halt auf die Serie voll abfahren, dann scheiß drauf, dann zahlt man das halt einmal. Man will es halt am Anfang spielen. Normal warte ich ein paar Jahre, bis ich ein neues Spiel spiele. Ist mir scheißegal. Aber Life is Strange musste ich, der Witz war, das ist am 11., glaube ich, erschienen. Und am 10. hatte ich gegoogelt, weil ich wusste, es soll dieses Jahr noch rauskommen. Da steht da, erscheint um Mitternacht. Und ich habe am nächsten Morgen mir das Spiel geholt. Beziehungsweise ich habe es an dem Abend mir dann bei Amazon bestellt, weil ich es ja haptisch haben wollte. Und am nächsten Morgen lag es im Briefkasten und ich habe es gespielt. Also. Ja, toll. Und vor allem, die Spiele werden ja auch nicht schlechter, wenn sie mal ein paar Jahre alt sind. Das verstehe ich halt auch nicht. Aber ich spiele halt ja, nochmals, ich spiele ja nicht viele moderne Sachen aus Zeitgründen. Und Life is Strange hat mich bisher immer zeitlich so eingespannt, dass es gerade noch ging. Damit konnte ich gut umgehen, weil es hatte auch ein Ende in Sicht. Und deswegen habe ich natürlich sofort zugeschlagen, weil das letzte längere Spiel war bei mir auch längere in Anführungszeichen, war Tell Me Why und solche Sachen. Ich könnte ja nie solche Sachen wie Red Dead Redemption 2 durchspielen. Da hänge ich immer noch bei 30%. Also das werde ich nie durchspielen, weil A, bin ich zu blöd dafür und verwechsel immer Schießen und Grüßen. Und B, fehlt mir halt die Zeit, da 100 Stunden rein zu investieren. Das mache ich nicht. Da habe ich andere Sachen zu tun. Ja, ich glaube, so lange habe ich jetzt nicht gespielt. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran, schon so lange her. Ich habe doch das ganze Spiel mittlerweile vergessen. Ich könnte es eigentlich nochmal spielen wieder. Ja, aber wie gesagt, ich habe da auch nachher Konfusitäten bei der Bedienung gehabt. Das war mir dann zu viel alles irgendwann. Und aber ich würde halt auch gerne mal wissen, so wie sich auch das Groß der Leute sich verhält. Ach, Das weißt du doch, bei Life is Strange weiß man das doch. Da wird doch immer nach jedem Kapitel eingeblendet. Nee, bei mir war es traurig. Ich hatte keine Freunde.
Nein, da gibt es auch die Weltansicht. Ja, das aber das fand ich uninteressant. Ich hätte gerne halt die Freunde gesehen. Und, ja, wenn du keine hast, kannst du nicht sehen. Ich habe keine Freunde. Ich habe die Ansichten der anderen Spieler immer gesehen und ich lag. Hattest du Freunde? Nein, ich habe bei Steam keine Freunde. Ich nehme keine an, das ist das Problem. Ich habe aber gesehen in dieser Statistik, dass ich bei über der Hälfte der Sachen oder bei fast der Hälfte der Sachen anders entschieden habe als die Mehrheit. Das fand ich faszinierend. Also ich habe ziemlich Mainstream entschieden. Also ich hab, auch, bis Teil 2. Bei Teil 3 habe ich wirklich oft gegen den Mainstream entschieden. Echt? Ja, und es war meine Meinung. Miriam, was hast du gespielt? Oh, du, nur ein bisschen Dreamcast, ein bisschen Flipper und ja, ein paar Japan-Shooter. Flipper habe ich auch gespielt. Ich habe mir tatsächlich wegen irgendjemandem im Stammtisch oder Podcast, ich weiß nicht, wer von euch das war, das Demon's Tilt ja geholt und das spiele ich jetzt auch alle paar Tage einmal kurz an. Finde ich richtig toll, macht Spaß. Schöner 2D-Flipper, macht richtig Fun. Ja, ich habe sonst nicht so viel. Ich kann momentan nicht viel zocken, weil meine Schulter immer noch entzündet ist. Das klingt nicht gut, nee. Nee, das ist auch was nicht schön. Was hast du denn da eigentlich? Finde ich, also nee, gut, das ist jetzt ja, du, das Stammtisch. Ist jetzt, wahrscheinlich eine Entzündung. Ist, ja, also ich bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste. Ja, und ja, ich habe eine verkalkte Schulter und ich habe am Wochenende mich wohl ein bisschen zu viel bewegt mit dem Arm und habe dadurch wohl die Sehne so stark gereizt, dass sie sich entzündet hat und konnte meinen Arm nicht mehr heben. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, als seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.redrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@redrokompott.de. Bis nächste Woche!